Was ist denn echter Sozialismus? Die Linke steht für demokratischen Sozialismus, aber ihr, wofür steht ihr? Die MLPD hat Wert drauf gelegt, das kommt auch schon in unserem Namen zum Ausdruck, klar zu unterscheiden von dem, was in der Gesellschaft so als Zerrbild des Sozialismus kursiert, sage ich jetzt mal. Und mit echter Sozialismus wollen wir unterstreichen, dass das, was vielfach als Sozialismus bekannt ist, was in der DDR war, was seit den Mitte der 50er Jahren eben auch in der Sowjetunion, in den ganzen RGW-Ländern als Sozialismus verkauft wurde, kein Sozialismus ist. Und diese Unterscheidung ist der Zweck, warum wir dieses Wort echter Sozialismus, also angelehnt, orientiert am wissenschaftlichen Sozialismus, den Marx und Engels entwickelt, Lenin dann in der Sowjetunion erste Mal auch mit der Arbeiterklasse, mit den Volksmassen erkämpft hat und Stalin und Mao Zedong dann auch verteidigt haben.